Es wird jetzt aber auch rasend schnell dunkel. Wahnsinn. Und ich glaube, wir können einfach immer noch nicht schlafen. Wow, jetzt ist es aber echt richtig schnell dunkel geworden. Wahnsinn. Oh, und ich habe jetzt auch irgendwie ein bisschen Angst mit unserer Kassette, dass die hier irgendwelche Leute anlockt. Ah, Kassette, hör auf, mach das nicht. Hör auf zu spielen. So, wir können ja mal hier oben uns das ein oder andere bauen. Die Frage ist jetzt nur, was? Ich glaube, wir machen mal Steine. Ich fände Steine eigentlich ganz cool. So. Und hier das Stück machen wir mal weg. Passt das denn so? So, den Rest ziehe ich mal manuell. Oder würde ich gerne manuell ziehen? Kann ich das? Kann ich das nicht? Ich weiß es nicht. Nee, ich kann es nur so festmachen. Ja, blöd. Dann kann ich halt nur das Stück hier wegmachen. Dann ist es halt so ein bisschen komisch. Aber dann haben wir hier oben wenigstens unseren kleinen Stand. Wir brauchen jetzt nur noch sehr, sehr viele Steine. Ich meine, wir haben unten welche. Aber hier oben können wir ja auch noch ein, zwei sammeln. Ist ja eine relativ ruhige Aktivität, die man in der Nacht ruhig mal machen kann. So, da war wieder ein Hasi. So, Stein, Stein. Noch ein Stein. So, wir können keine Steine mehr sammeln. Aber immerhin 10 Stück. Das ist ja schon mal was. Können wir von hier unten bauen? Super. Geht auf jeden Fall schön schnell. Oh, und es regnet. Das heißt, unser Water Collector könnte eventuell etwas voller werden. Dann müssen wir hier nicht verdursten. Das ist ja schon mal was. Lauter Steine sammle ich gern. Steine hier, Steine dort. So, klang jetzt etwas schief. Tut mir leid. Wollte das nicht. So. So. So, Steine voll. Alter, wie weit sind wir gerade gelaufen? Kam mir gar nicht so weit vor. Hui. Hui. Im Flug rangemauert. Wir können das einfach total toll. So. Da auch noch rein. Und das fröhliche Steine sammeln geht weiter. Hier war nichts mehr. So. Hier haben wir noch Steine ohne Ende. Stein. Stein, 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 Stein. Viele Steine. Na Mensch, da kriegen wir das ja hier oben schneller fertig, als ich gedacht habe. Wir finden nämlich wirklich viele Steine. Na? Sehr, sehr gut. So, dalle. Steine. Stein. Wir sind fleißige Steinesammler. Stein, 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 Stein auf Stein. So muss es sein, sein, sein. Oh, ich dachte gerade, wir hätten einen Pfeil gefunden, aber es war nur ein Stick. Voll die Enttäuschung. So, so. So, 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 so. Ich finde auch, das Symbol von dem Stick sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein Pfeil. Also, weil es so dünn ist, ne? Das hätten sie vielleicht etwas dicker gestalten können. So, nächstes Mal ein Stück fertig. So, und da brauchen wir nochmal 6. Da haben wir auch gleich mal den ersten. Und den zweiten. Ja, man sieht auch einfach, wie schnell die Steine wieder nachspawnen. Das ist halt äußerst, äußerst praktisch. So viele Steinis. Steine, Steine, Steine. Sup, sup, sup. Sup, 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 sup. Wir sammeln alle Steine ein. Da, 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 da. So, ich glaube, die müssen jetzt auch schon reichen, die wir haben. Hui! Einmal versucht, durch die Tür zu fliegen und stecken geblieben. Treppe, Treppe, Treppe. Yay! Schaut mal, jetzt haben wir hier unser cooles irgendwas. Wir könnten hier rein theoretisch noch eine Fackel hinbauen. Die wir zurzeit eh nicht anzünden, davon abgesehen. Aber wir hätten eine. So, die passt da nur mit sonst wie viel Abstand rein. Können wir hier noch eins drauf bauen? Nein. Hm. Ich find's irgendwie doof, dass man das jetzt mit... Die da drauf zu bauen, finde ich an sich ganz cool, oder?
Kann man mal machen. Frage ist, ob wir es tun. Ich schau mal, wie das von unten aussieht. Ob das irgendwie lächerlich aussieht oder ob das cool ist. Sieht irgendwie doch ein bisschen sehr groß aus, ne? Ja, ich glaube, das gefällt mir nicht so gut, wenn es da so weit oben rausguckt. Das sieht irgendwie komisch aus. Ha. Ich hätte es halt wirklich gerne hier, aber da lässt das mich einfach nicht platzieren. Das ist voll doof. Manu. Und ich will es auch nicht zu nah hier irgendwie dran haben, wisst ihr? Weil dann kannst du wieder nur hier von irgendwo was machen. Und wenn du hier schon wieder reinläufst, ist schon wieder blöd. Ja, Menu. Und wenn du hier hochkommst und da reinläufst, ist genauso doof. Hier kannst du Lurche, Alter. Das ist voll die Invasion der Lurche da hinten. Lurch-Invasion. Ja gut, dann bauen wir so eine Fackel vielleicht lieber woanders hin. Vor die Tür oder so. Ist vielleicht ein bisschen sicherer. Hm, sieht irgendwie schräg aus, ich weiß auch nicht. Okay, das andere sah gerade mehr schräg aus. Ja, ich glaube, so finde ich es besser. So, dann haben wir jetzt hier vor auch eine Fackel. Dann ist es schön ausgeleuchtet, unser Zuhause. So, und wir haben jetzt mittlerweile schon wieder richtig krass Hunger. Ja gut, gehen wir einfach mal was trinken. Ich meine, es hat ja geregnet. Oder auch nicht. Blöd. So, und unsere Blaubeeren sind auch fast alle weg. So, jetzt habe ich die anderen Samen hier auch mit reingehauen. War jetzt nicht unbedingt der Plan, aber ist jetzt mal so. So, der Busch ist jetzt auch leer. Und unsere Flower sind da schon größer geworden. So, jetzt sind wir immer nicht mehr durstig. Dann holen wir uns jetzt noch was zu futtern hier hinten. Ja gut, nehmen wir uns mal den Fisch. Den können wir mittlerweile futtern und den packen wir mal hier ran. So, dann sind wir schon nicht mehr ganz so hungrig. Wie sieht es denn eigentlich hier? Okay, wir haben einen Skin mehr. Den können wir rein theoretisch hier mit anhängen. Ist hier noch ein Platz frei? Ja, so, mit angehangen. Und dann probieren wir jetzt mal, unsere Treppe zu bauen. Sollten wir ja irgendwie schaffen. Die Frage für mich ist immer noch, wo lang? Schaut jetzt einfach mal auf die Axt, wie ich zeige. So entweder von hier so da runter, dass es da hinten anschließt. Also immer auf die Spitze der Axt gucken, ne? Oder... Was war das? Kälte, oder? Wir frieren. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ja gut. Wir gehen nochmal nach hinten zu einem Feuer, bevor ich hier noch irgendwie was weiter erkläre. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, wir sterben den was weiß ich was, tot. Folgendes ärgert mich jetzt gerade. Hätte ich das Feuer gewusst, dann hätte ich das Essen gleich hier hinten gegrillt. Ja gut, aber in der Nacht wird es anscheinend kalt. Mache ich einfach mal jetzt hier hinten ein Feuer an. Wärmen wir uns kurz. Ich weiß aber nicht, ob das kurz was bringt, weil uns wird dann gleich wieder kalt sein, glaube ich. So. Einmal angezündet. So, dalle. Wir haben auch noch schon unseren hübschen Busch. Den haue ich jetzt mal weg, weil wir ein, zwei Blätter brauchen. Das war noch unser Baum. So, schön warm hier am Feuer. Wir tauen langsam wieder auf. Sehr, sehr schön. So, uns geht's gut. Perfekt. Wir gehen mal wieder einen Schritt. Ich hoffe, uns wird es nicht gleich wieder eiskalt. Sonst nur so ein bisschen kalt wird. So, ich mache mal das Feuerzeug wieder aus. Wow. Kurz die Orientierung verloren, als ich die Maus losließ. Ich finde es cool, wie man jetzt unsere kleine Festung schon von sonst woher sieht. Aber eine richtige Festung ist es ja auch noch nicht, ne? Da müssen wir noch eine ganze Menge für tun. So, ich schnapp mal hier die Steine, wenn wir hier schon gerade langlaufen. So. Ja gut, aber uns ist immerhin nicht mehr kalt. Das ist ja schon mal was. Wir können ja mal gucken, ob wir schlafen können. Ich meine, wir könnten jetzt rein theoretisch auch durchmachen. Schlafen können wir. Ja komm, dann machen wir jetzt durch, dann passt das. Wächst zwar in der Zeit kein Baum, aber was soll's, solange wir es können. Ah, ich hänge da immer wieder an diesem Ast fest, ne? Hey, warum leuchtet denn da der Ast so komisch? Vielleicht wegen dem Mond, keine Ahnung. So, ja, oder wir bauen die Treppe hier irgendwo runter, aber dann weiß ich nicht, wo die da drin enden soll.
Das ist momentan so mein Hauptproblem. Ich glaube, wir probieren jetzt einfach mal rum, wie es am besten aussieht. Dann finden wir das schon irgendwie raus. So, hier haben wir unsere Custom Stairs. So. Ah, cool, das fügt das automatisch ein. Das ist ja mal richtig nice. So, wir sind jetzt hier irgendwie runtergeplumpst. Weil anders weiß ich gerade nicht, wie ich es bauen soll. So, wir könnten jetzt hier rein theoretisch wieder hier rumgehen. Und uns hier ein Stück weiter wagen. Mal so schön am Felsen lang, wisst ihr, was ich meine? So, jetzt kommen wir hier gerade nicht weiter, weil da das Rack ist. Ich weiß nicht, sieht aber irgendwie auch komisch aus jetzt, oder? Weil, obwohl, es geht eine Stütze lang. So, das wäre jetzt so meine Idee. ich finde die Treppe jetzt hier am Ende ein Stück lang. Aber dann hätte man hier wenigstens die Option, wo man lang gehen könnte. Okay, wir bräuchten auch für die ganze Treppe 66 Baumstämme. Und wir hätten einmal einen totalen Knick drin. Ich muss das mal von oben angucken. Ob wir das so lassen oder nicht. Oh, jedes Mal laufe ich da zu eng lang. So, und wir müssten hier definitiv dann noch Wände einziehen. Weil hier kann ja jederzeit jeder rauf. Das ist dann auch irgendwie doof. Mann. Da lässt mich einfach keiner lang. Ja, da ist auch mega schräg die Zwischensache. Die können wir auf jeden Fall nicht so lassen. Und ich würde dann auch versuchen, eher da außen lang zu leiten. So, machen wir nochmal. Und es ist auch gut zu wissen, wenn wir eins davon falsch machen, können wir es nicht korrigieren. Puh, okay. So, ich würde es gerne von hier unten weiter ansetzen. So. Okay, das ist ein Stück zu weit unten. Auch zu weit unten. Weil ganz oben will ich es eigentlich auch nicht. Aber scheint hier besser zu passen. Oh. Nicht gut. Das war jetzt ein Sturz, der ein bisschen zu weit ging. So, ich gucke jetzt einfach mal. Okay, dann hätten wir hier mittendrin eine Säule. Ist auch Blödsinn. So, gehen wir mal ein Stück nach hier lang. Okay, dann haben wir mitten bei den Lockholder eine Säule drin. Also auch noch ein Stück zurück. Okay, dahinter geht das auf jeden Fall klar. Aber jetzt fehlt da irgendwie auch ein Stück, ne? Das hat sich da gerade irgendwie blöd angepasst. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. So, soweit, so gut. Müssen wir hier was von den Rockholdern abreißen.
Gut, das ist mir ein Stück zu tief geworden. Na? Ich glaube, ich mache es einfach jetzt mal so fertig. Und schau mal, wie das aussieht. Also so an sich gefällt mir das schon mal sehr, sehr gut. Sieht zwar von hier gerade ein bisschen komisch aus, wie es da so runterführt. Ich meine, es hält zwar, aber es sieht mega merkwürdig aus, oder? Ha, ich weiß noch nicht, ob ich das so schön finde. Vor allen Dingen, wir müssen dann hier wieder den Zaun drumherum führen. Was jetzt aber an der Seite nicht so schlimm wäre, weil die Höhe noch in Ordnung ist. Hüpf doch mal hier hoch. Er schafft es einfach nicht, ne? Oh, ist das nervig. So, es würde dann da runtergehen, da komplett lang. Und da ist dann so eine leichte Schräge drin, die mir nicht gefällt, aber die ist jetzt nicht so schlimm. Oh. Nicht schon wieder sterben, bitte. Wir schnappen uns jetzt mal hier auch kurz was zu essen. Ja, eigentlich müssten wir unsere letzten Blaubeeren auffuttern. So. So. Na, ihr auch noch. So, dann haben wir sie jetzt hier leer gegessen. Können wir hier noch was einsehen? Ja, hier können wir nochmal Blueberries reinsetzen. Sehr gut, dann wird auf jeden Fall was wachsen und wir sind gerade nicht ganz so hungrig. Ja, ich glaube, wir machen es tatsächlich so. Ich würde dann hier, glaube ich, auch nochmal Steine mehr draufsetzen. So. So, jetzt müssen wir hier wieder eine ganze Menge abbauen. So wie schon beim letzten Mal. Weil hier finden wir ja ulkige Sachen drin. Ist hier im Berg eigentlich auch noch was drin? Na? Finden wir hier noch eine Mauer? Gerade nicht. So, die kann auch weg. So, hier drauf kann es bleiben. Das packen wir hier auch noch mal weg. So, und hier drauf könnten wir das rein theoretisch dann noch mal packen. Was auch cool wäre, wäre, wenn die Treppe noch mal hier so anschließen würde praktisch. Dass man hier so die Zwischenstufe hat, aber finde ich, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir packen stattdessen hier mal noch die Steine drauf. So. Dann ist das Ganze hier noch mal ein Stück höher. Wir brauchen noch mal ein Stück mehr Steine. Aber dann sieht der Übergang hier besser aus und ich glaube, man kann hier sogar noch mal eine Stufe Steine draufpacken.